Willkommen zum e-Tutorial mit dem Thema Historicum Search. Das e-Tutorial stellt ein wichtiges Rechercheinstrument für die Geschichtswissenschaft vor. Historicum Search ist eine zentrale Suchmaschine für geschichtswissenschaftliche Forschung mit dem Fokus auf Fachliteratur. Betrieben wird die Suchmaschine von historicum.net, dem Fachinformationsdienst Geschichtswissenschaft. Das Portal erlaubt eine kombinierte Recherche in mehreren Fachbibliografien, Katalogen und Volltextdatenquellen. Gesucht werden können verschiedene Medienarten wie Monographien, Zeitschriftenaufsätze, Buchbeiträge und einiges mehr. Aktuell sind mehr als 23 Millionen Datensätze recherchierbar. Die Suchmaschine ist international ausgerichtet. Derzeit liegt der Schwerpunkt jedoch auf deutschen Datenbanken. Berücksichtigt wird Fachliteratur, die sich frühestens mit dem Frühmittelalter beschäftigt. Möchte man Fachliteratur über frühere Epochen sichten, bietet Populeum Search für die Altertumswissenschaften ein entsprechendes Angebot an. Die Rechercheseite von Historicum Search ist frei zugänglich nutzbar. Sie gelangen auf die Rechercheseite über die Homepage der Universitätsbibliothek. Wählen Sie im Schnellzugriff Literatur suchen. Anschließend klicken Sie auf der linken Seite auf Datenbanken. Es öffnet sich das Datenbankinformationssystem. Sie können über die Suchfunktion direkt nach historicum.net suchen. Alternativ gehen Sie über die Fachübersicht Geschichte und scrollen dort zu dem Eintrag historicum.net. Klicken Sie den Link im Feld Recherche starten an. Sie gelangen zur Homepage des Fachinformationsdienstes. Oben finden Sie einen Suchschlitz, über den Sie eine Recherche vornehmen können. Wenn Sie auf die Lupe klicken, wird eine automatische Suche angezeigt, die alle Einträge in der Datenbank anzeigt. Wie bei anderen Suchportalen, zum Beispiel dem Katalog Plus der Universitätsbibliothek, können Sie zwischen einer einfachen Suche und einer erweiterten Suche wählen. Zunächst geht es um die einfache Suche. Hierfür klicken Sie auf den Reiter Einfache Suche. Sie sehen unter dem Menüpunkt Datenquellen eine Besonderheit des Suchportals. Mit einem Klick auf Datenquellen öffnet sich eine Liste aller Datenbanken, die bei einer Suche berücksichtigt werden können. Hinter dem Info-Button verbergen sich weitere Informationen zu den Datenbanken sowie Links, die auf die Datenbanken verweisen. Die Zahl am Ende des jeweiligen Eintrags zeigt die Gesamtanzahl der in der Datenbank indexierten Titel an. Sie können sich entscheiden, ob Sie nur in bestimmten Datenbanken suchen möchten. In diesem Fall aktivieren Sie einfach das Kästchen vor dem Namen der Datenbank. Wenn Sie keines der Kästchen anklicken, werden sämtliche Datenbanken bei der Suche genutzt. Zusätzlich zu der Quellenauswahl können Sie auch einen zeitlichen Rahmen setzen, indem Sie die Felder Erscheinungsjahr von und bis ausfüllen. Schauen wir uns nun die erweiterte Suche an. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Reiter. Die erweiterte Suche bietet mehr Suchmöglichkeiten. Zum Beispiel können nur bestimmte Autorinnen oder Autoren, Schlagworte oder auch Titelstichworte gesucht werden. Mit einem Klick auf den nach unten zeigenden Pfeil im Suchfeld öffnet sich eine Liste mit weiteren Suchmerkmalen. In der erweiterten Suche ist es möglich, Boolsche Operatoren zu verwenden. Mit der Nutzung Boolscher Operatoren lassen sich Suchanfragen spezifischer gestalten. Vorausgewählt ist der Boolsche Operator und. Dieser kombiniert bei einer Recherche mehrere Suchterme miteinander.
Möchten wir eine Suchmenge ausschließen, wählen wir den Operator und nicht. Durch den Operator oder verknüpfte Suchterme ergeben eine Treffermenge, bei der die beiden Suchbegriffe enthalten sind oder einer der beiden. Dieser Operator erweitert die Treffermenge. Die boolschen Operatoren können auch in der einfachen Suche durch Eingabe der Operatoren AND, OR und NOT zwischen den Suchbegriffen genutzt werden. In der erweiterten Suche können Sie ebenfalls einen zeitlichen Rahmen setzen oder nach Datenquellen filtern. Eine Suchanfrage kann sowohl in der einfachen als auch in der erweiterten Suche durch Trunkierungen modifiziert werden. Die Trunkierung ist vor allem nützlich, um verschiedene Schreibweisen und Wortvarianten in eine Suche zu inkludieren. Wird beispielsweise nach dem Begriff Kaiser gesucht, werden nur Treffer gefunden, die den Begriff Kaiser beinhalten. Verwandte Suchbegriffe könnten allerdings auch relevant für unsere Suche sein. Um Suchbegriffe mit dem Wortstamm Kaiser bei unserer Suche einzuschließen, können wir nach dem Wortstamm ein Sternchen setzen. Damit werden nun auch Begriffe wie Kaisertum, Kaiserreich und so weiter bei der Suche eingeschlossen. Trunkierungen können ebenso unerwünschte Suchbegriffe in die Suche einschließen. Bei unserem Beispiel würde die Suchmaschine etwa auch nach Kaiserschnitt suchen. Es ist wichtig, genau abzuwägen, wann Trunkierungen sinnvoll sind. Boolsche Operatoren können hier wiederum hilfreich sein. Schauen wir uns die Trefferanzeige bei einem Beispiel an. Wir suchen den Begriff Investiturstreit in Fachliteratur, die seit 2010 erschienen ist. Dazu geben wir im Feld Alles Investiturstreit ein. Anschließend scrollen wir nach unten und geben den Zeitraum ab 2010 an. Das Feld Bis können wir in diesem Fall freilassen. Wir erhalten bei unserer Anfrage eine Liste von 534 Treffern. Die Treffer werden standardmäßig nach Relevanz sortiert. Wir können die Sortierung allerdings auch ändern, indem wir im Feld Sortieren über ein Dropdown-Menü andere Sortierungsmerkmale auswählen. Möglich sind neben der Relevanz Sortierungen nach Verfasser, Titel oder Erscheinungsjahr in absteigender oder aufsteigender Reihung. Übrigens, es ist möglich auszuwählen, wie viele Treffer jeweils auf einer Seite angezeigt werden. Bis zu 100 Treffer pro Seite können gleichzeitig angezeigt werden. Ist die Treffermenge zu groß, kann die Recherche über die Funktion Suche verfeinern auf bestimmte Aspekte eingeschränkt werden. Soll nur nach Literatur von einer bestimmten Autorin oder einem bestimmten Autoren gesucht werden, genügt ein Klick auf den Namen in der Liste Autor, Herausgeber, um Literatur von nur dieser Person anzuzeigen. Der gewählte Filter kann über das Kreuz in der Suchanfrage wieder entfernt werden. So wird die vorherige Treffermenge wieder angezeigt. Dementsprechend können auch andere Filter verwendet werden. Als Filter können Datenquelle, Dokumentensprache, Medienart, Schlagwort und das Erscheinungsjahr ausgewählt werden. Schauen wir uns nun die Trefferliste genauer an. Jeder Eintrag ist mit einem Symbol versehen, welches anzeigt, um was für ein Medium es sich handelt. Bei dem zweiten Treffer handelt es sich beispielsweise um eine Monographie. Der nächste Treffer ist ein Aufsatz. Treffer 4 ist eine Rezension. Das zeigt das Symbol der auf ein Buch gerichteten Lupe an. Über das Mouseover wird die Dokumentart ebenfalls angezeigt. Unterhalb des Treffers ist vermerkt, in welcher Datenbank das Dokument gefunden wurde. Mit einem Klick auf den Titel eines Eintrags öffnet sich eine Detailseite mit weiterführenden Informationen über das Medium. Über den Button In Bibliotheken finden, kann abgefragt werden, ob das gesuchte Medium vor Ort verfügbar ist.
Alternativ ist es natürlich auch möglich, den recherchierten Titel direkt über den Katalog Plus zu suchen. Am einfachsten funktioniert dies, indem Sie die ISBN kopieren und nach dieser im Katalog Plus suchen. Elektronische Dokumente werden durch den Button Online lesen markiert. Ist ein Medium Open Access verfügbar, kann über diesen Button das Dokument aufgerufen werden. Über einen Link öffnet sich eine externe Seite, auf der das Dokument gespeichert ist. Hier in unserem Beispiel kann das Dokument über den Download-Button heruntergeladen werden. Aber Achtung! Nicht auf jedes Dokument, bei dem der Button Online lesen angezeigt wird, kann direkt zugegriffen werden. Möchten Sie die Suche speichern, können Sie das Suchergebnis über den Button oben rechts im Suchfeld drucken, per E-Mail versenden oder lokal auf einem Endgerät abspeichern. Mögliche Speicherformate für die Trefferliste sind TXT, CSV, EndNote und HTML. Der Feed-Button aktiviert automatische Benachrichtigungen über Neuerscheinungen, die man jederzeit wieder deaktivieren kann. Übrigens, über den Reiter Suchhilfe können Sie jederzeit Tipps zu Recherchemöglichkeiten nachlesen und weiterführende Informationen abrufen. Haben Sie noch weitere Fragen? Dann wenden Sie sich gerne an unser Fachreferat Geschichte.